Heute machen wir einen Schweizer Klassiker, und zwar Hörnli mit Kackets. Ich mache es hauptsächlich mit Zwiebeln, gutes Fleisch, Schweins- und Rindfleisch natürlich. Und Weisswein ist auch so ein ganz wichtiger Partner dazu, finde ich. Das gibt eine gewisse schöne Säure. Ja, wir legen eigentlich gleich los. Lassen das jetzt durch den Wolf und ein bisschen abmischen, abwürzen. Und dann tun wir es in der Pfanne schon ein bisschen andünsten. So. So, wir haben ja halbes Schweinsfleisch und halbes Rindfleisch genommen, einfach damit auch das ganze Geschichte nicht zu trocken wird. Wir tun jetzt das Würzen, Salz, Pfeffer und dann tun es in der Pfanne in ein bisschen Erdnussöl angehen lassen. Hörnli mit Kackets ist ja eigentlich ein sehr dankbares Gericht. Ich, daheim mache ich meistens eine größere Menge, tun es dann nachher schön portionieren und ein bisschen eingefrieren. Und dann kann man das kurz eben, Pasta frisch kochen, die Soße dazu. Das ist eigentlich etwas, was ziemlich zügig und schnell geht. Das Fleisch ein bisschen anwürzen. Weisswein tun wir jetzt auch dreimal ablöschen. Auch hier wieder in der Mitte vom Topf, zack. Auch damit. Tun wir das auch wieder einkochen. Das machen wir zwei, dreimal. Jetzt tue ich hier ein bisschen Mehl drauf. Die abstäuben. Da müssen wir aufpassen, dass es nicht anbrennt. So, alle guten Dinge sind drei. Ich lösche jetzt noch mal das dritte Mal mit ein bisschen Weisswein ab. So. Können wir mal ein bisschen nachwürzen. Ein bisschen Salz noch drauf. Mit Pfeffer noch mal. Ich tue hier noch ein bisschen Sambalone dazu. Dann nehme ich noch ein bisschen Tomatenchutney. Jetzt tue ich hier noch ein bisschen Kalbsschüre dazu. Nicht zu viel. Keine Bouillon noch dazu. Und jetzt tun wir das so 40, 45 Minuten lang leicht köcheln lassen. Ich habe extra eine gröbere Scheibe genommen vom Wolf. Also man sieht die Stöckli auch. Wenn man das zu fein nimmt oder es zu fein macht, dann wird es so ein bisschen matschig. Und das finde ich fast schade. In der Zwischenzeit habe ich schon das Wasser dann gekocht, koche meine Hörnli ab. Meistens 6 Minuten sind die ready. Dann schwenke ich die noch in Butter. Das ist ein Apparat. Ich brauche noch ein bisschen gehobelten Käse. Ein bisschen Schnittlauch frischen, schneide ich auch noch ein bisschen. Und ein bisschen braune Butter dann am Schluss oben drauf. Rühren, 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 rühren. Das ist richtig schöner Schaum entsteht. Ein schöner, brünlicher, nussiger Schaum. He? Machen wir hier ein Schnittlauch drauf. Und am Schluss auch die wunderschöne, schön lustige, goldige Butter. So, das freue ich mich jetzt gerade. Das ist auch mein Mittag. Und wir sehen uns nächste Woche wieder im Atelier Caminada.